Also willkommen zurück jetzt aus der Kommentatorenbox. Ich bin nur ganz kurz hier und möchte eigentlich wieder scharf die Sportkommentatorin auch nicht so lange stören. Ja, wir drehen das jetzt Ganze mal ein bisschen um. Ja. Ich stelle jetzt als Sportlerin mal die Frage, was für mich ganz interessant ist, muss ich sagen. Hatte ich auch in der Kombination so noch nicht. Geht auch nur ganz kurz. Ich habe ein, zwei Fragen und zwar, was machst du, also jetzt in der Pause zum Beispiel, hast du kurze Zeit mit mir kurz zu reden, aber was macht ihr sonst in den Pausen so? Ansonsten, je nachdem wie lang die Pause ist, gehen wir mal kurz ins Pressezentrum, da haben wir halt auch die einzelnen Scores und da hast du so den besten Überblick, also da hast du alles auf dem Monitor und ja, siehst halt alle einzelnen Teile sind die Einzelscores, was wir so nicht haben, also wir haben natürlich viele Monitore, aber ja, da versuchen wir uns ein bisschen Überblick zu verschaffen und planen dann halt gleich wieder so die nächste Sendung, was wir da machen und über was wir da sprechen. Super. Und ein bisschen was von der Stimmung auch schon mitbekommen? Ja, ist total. Komplett anders als jetzt bei anderen Sportevents? Ich meine, hast schon viel miterlebt? Ja, es ist anders, aber es ist cool. Also bei so ein paar Golfturnieren war ich ja Gott sei Dank auch irgendwie privat. Und das ist echt nochmal eine Schippe drauf hier. Und es sind halt so viele Tribünen überall und es wird immer mehr. Es war Freitagmorgen schon eine irre Stimmung, fand ich. Mhm. Also für die coole Uhrzeit. Und freitags arbeiten ja auch so ein paar Leute noch. Ausnahmsweise, ja. Und dafür war es schon richtig gut und jetzt merkt man halt, jetzt ist Wochenende und jetzt kommen echt ganz viele gerade hier hinter uns. Es wird immer lauter und das ist, wenn sie dann bei euch hier vorbeikommen, sehr gut. Ja, nee, es ist schön. Sehr gut. Die Sonne ist ja auch nicht draußen, von daher steht nichts mehr im Wege. Sehr gut. Könnt ihr das schon irgendwie abschätzen, ob das jetzt gut bei den Zuschauern ankommt, ob das mehr golfmäßig dann doch noch bleibt oder ob auch Leute. Also, das so danach war, das weiß ich nicht, aber es kommt unglaublich viel Feedback über die Social Media Kanäle. Mhm. Also wir versuchen da halt auch viel zu machen und auch während der Sendung gucken wir immer wieder mal, weil natürlich bei uns jetzt auch wahrscheinlich ein paar gucken, die noch nicht so viel mit Golf zu tun haben und den versuchen wir irgendwie auch Fragen zu beantworten. Sehr gut. Dann vielen Dank, dass wir kurz stören durften und man kann ja weiter euch im Fernsehen auch beobachten. Sehr gerne, auf 1+ oder SWR und morgen sogar am 1. Sehr gut, danke.